Hallo, liebe Motorfans und Sammlerkollegen, herzlich willkommen zu diesem weiteren Unboxing-Video. Heute geht's mal wieder um das Auspacken von Stands, allerdings nicht solche, wie ich sie hier schon überall verwende, sondern diese sechseckigen Dinger hier. Und die wollte ich mit euch zusammen mal auspacken. Ja, ich habe die mal wieder von Wish bestellt. Und es ist das gleiche Prinzip wie diese Stands hier. Das heißt also, die sind kompatibel. Ihr seht hier zum Beispiel ja den Mega Construx Wind Raider, der entsprechend auf so einem Stand hier angebracht ist. Das könnte ich theoretisch also auch bei diesem Ding hier anbringen. Ja, wir haben hier die Gabeln, die man anbringen kann in Schwarz. Dann hier noch so ein Teil, was ich nicht ganz definieren kann. Aber auch in der Beschreibung steht da nichts. Naja, Beschreibung. Man sieht, wie das ganze Ding letzten Endes aufgebaut sein soll. Und dann gibt es noch jede Menge Zubehör mit dabei. Aber in Transparent. So, das hier scheint man hier in diese kleineren Löcher reinstecken zu können. Was auch immer man damit anstellen können soll. Also, es funktioniert. Und letzten Endes wird man, denke ich, da irgendwie vielleicht diese Teile hier anbringen können, um vielleicht die Füße zu fixieren, aber dann mal gucken. So, das wäre erst einmal das. Dann haben wir hier noch das Tütchen mit dem anderen Zubehör. So, wenn ich übrigens den Link zu den Dingern nochmal finde, packe ich ihn euch natürlich gerne in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr das selber ausprobieren. So, dieses Ding hier habe ich recht günstig auch geschossen. Von daher habe ich da auch zugeschlagen. Und ich glaube, wie lange hat das gedauert, bis das hier war? 5 Wochen? Ja, ungefähr. Und ja, da brauchen wir noch einen Schraubenzieher. Was ihr auf jeden Fall braucht, ist ein Schraubenzieher, um die Sachen dann auch zusammenbauen zu können. So, man sieht hier, überall hängt hier noch so eine Gussnase dran und so weiter. Das ist leider etwas, was man bei dem Preis mit einkalkulieren muss. So, noch die Schrauben, die wieder extra verpackt sind. So, das war es zumindest für den biegsamen Stab. Und wie ihr seht, das ist so das gleiche Prinzip wie bei dem hier. Das müsste sogar eine ähnliche Länge sein. Ja, aber die Länge ist tatsächlich ein bisschen anders, also nicht genau gleich lang. Aber es müsste das gleiche Prinzip sein. Und deswegen, gerade deswegen habe ich mir erstmal nur ein so ein Ding vorbestellt, um zu gucken, wie es denn ist. So, jetzt ist das ganze Ding hier entsprechend zusammengeschraubt. Ja, und man kann es hier in die Mitte stecken oder halt in eine der äußeren. Ja, und wenn man jetzt halt hier zum Beispiel noch so einen Teil von einem dieser rechteckigen Teile übrig hat, dieser Stands hier, dann kann man die auch hier reinstecken. Aber auch das, habe ich ja gesagt, testen wir. Muss ich jetzt mal irgendjemandem, ja, nehmen wir doch den Wind Raider. So, jetzt habe ich den Wind Raider mal kurz eben abgemacht. Und wie ihr seht, auch das passt. Sogar richtig straff. Muss man ein bisschen reinfriemeln. Es soll ja auch halten und das tut es, wie ihr seht.
Hier habe ich jetzt natürlich mehrere zusammen gemacht, um den Wind Raider entsprechend vernünftig fliegen lassen zu können. Und dafür ist diese Base hier natürlich schon mal ein bisschen besser als wie diese hier, weil natürlich der Ständer hier reingesteckt wird. Das heißt, man muss das Gewicht immer ein bisschen nach da verlagern. Hier hat man von allen Seiten dann das Gleichgewicht sozusagen. Und das ist eine coole Sache. Und hier hat man jetzt die Möglichkeit, noch 1, 2, 3, 4, 5 weitere an die Seite zu stecken und kann damit dann auch einen richtig kleinen Flugfight machen. Und das ist doch mal gar nicht so schlecht. Ja, und wenn man möchte, kann man hier auch noch diese schwarzen Gabeln, so möchte ich sie mal nennen, mit anbringen. Ich habe tatsächlich sogar noch welche von schwarzen Stands übrig und die könnte ich dann hier entsprechend verwenden. Es gibt natürlich auch andere Farben, aber ich dachte mir, schwarz nehme ich erst einmal und dann testen wir das hier gemeinsam. Ja, schreibt mir doch mal eure Meinung dazu in die Kommentare oder benutzt ihr noch irgendwelche anderen Stands, vielleicht Snake Mountain Stands, Castle Grayscale Stands oder überhaupt irgendwelche Stands. Das ist ja nicht bei jedem so, aber ich habe mir irgendwann gesagt, mir reicht's bei dieser kleinen Bodenwelle, die wir hier vorne haben, war ich es dann irgendwann leid, dass mir die Dinger dauernd, also die Figuren, umgefallen sind. In diesem Fall nicht vergessen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren. In diesem Sinne, macht's gut und ciao.